Der Bundeskanzler hat sich in dem Verhalten, was er seit Tag 1 dieses Krieges immer wieder gesagt hat, bewegt. Er hat gesagt, wir prüfen täglich mit unseren Bündnispartnern neu, was kann getan werden, um die Ukraine zu unterstützen. Er hat klargemacht, es gibt dabei keine Alleingänge von Deutschland und wir achten auch sehr darauf, dass wir keine Kriegspartei werden. Und Olaf Scholz hat sich in den letzten Tagen, in den letzten Wochen intensiv mit den Bündnispartnern abgesprochen, mit den Amerikanern, mit den Europäern. Das ist ein großer diplomatischer Erfolg von Olaf Scholz und vor allem ist das richtig, damit die Ukrainerinnen und Ukrainer sich verteidigen können gegen die Aggression Russlands. Da gab es viel Kritik in den letzten Tagen, wo ich mich frage, wie kann man diese Kritik eigentlich sich erlauben, wenn man nicht an diesen Gesprächen beteiligt ist, wenn man eben auch nicht weiß, welche Details der Bundeskanzler gerade mit den internationalen Partnern abspricht. Und ich glaube, am Ende ist es immer noch richtig, dass man dieses Zeichen gemeinsam mit den Amerikanern, mit den europäischen Freunden setzt und dass man da keine Alleingänge hat.